willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast aus Südamerika, der Dr. Probst. Dr. Probst wird heute mit mir über das Thema Gesundheit und Krankheit sprechen. Er war auch viele Jahre hier in Deutschland als Arzt tätig und hat ein unglaubliches Wissen, was er heute mit mir teilen wird, hoffentlich. Schön. Hallo, Herr Dr. Probst. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Ich bin jetzt natürlich total aufgeregt, dass ich so einen tollen Gast hier habe. Ich habe Sie ja schon lange angeschaut über YouTube und verfolgt. Und heute sprechen wir über das Thema Krankheit, ja, oder Gesundheit. Wie definieren Sie das? Sie haben da nochmal so eine ganz eigene Einschätzung zu dem Thema. Ja, das ist richtig. Also das ist leider ein Thema, was überhaupt nicht thematisiert wird. Wir diskutieren immer über neue technische Methoden, die ja sicher sehr schön und gut sind. Aber man muss sich doch wirklich mal fragen, je mehr wir jetzt ausgeben für das Krankheitssystem, um es mal korrekt zu formulieren, es ist keine Korrelation zur Gesundheit. Das sieht man bei den Amerikanern ganz genau. Die sind ja weltweit als Nummer 1 von den Ausgaben. Aber auf Platz 72 in der Rangfolge international gegenüber anderen Ländern, die eben wesentlich weniger für ihr Gesundheits- oder Krankheitssystem ausgeben. Aber wie gesagt, das sind eher periphere Dinge. Was mich interessiert und was ich eigentlich mein ganzes berufliches Leben verfolgen durfte, das sind einfach die Grundlagen. Und was ich feststellen durfte, wobei, Sie kennen ja den alten Spruch, Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt, ist also eigentlich auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich hatte das Glück, dass ich schon während des Studiums mich mit den uralten Schriften, zum Beispiel von einem Hippokrates oder Empedokles, auch bei etwa 400 vor Christus oder Celsus, also Celsus 200 nach Christus. Also Hippokrates zum Beispiel, der Begründer der modernen Medizin, der hat gesagt, lasst eure Nahrung euer Heilmittel sein und lasst euer Heilmittel eure Nahrung sein. Das heißt, es ist direkt eine Korrelation. Sag mir, wie du dich ernährst, ich sag dir, wer du bist und wirst halt eine andere Gesundheit haben. Und davon ausgehend durfte ich dann eben feststellen, dass tatsächlich, wenn die Menschen sich anders ernähren würden, alle Probleme verschwinden. Erstens einmal der Darm wird gesund, das Immunsystem wird gesund, das Gemüt, die Gemütslage, zum Beispiel die Volkskrankheit, Depressionen gehen zurück und so weiter. Und das ist eigentlich das, was leider überhaupt nicht thematisiert wird und was eigentlich schon in der Kindheit anfängt. Das können ja die Mütter sehr gut von unseren Zuschauern beurteilen. Also gerade wenn Sie mal so an Kinder sich erinnern, die haben gar keine Symptome, aber haben plötzlich Appetitlosigkeit, wollen nicht essen. Nicht? Was macht dann die Mutter? Oh, du musst ja essen, du musst ja wachsen, du musst groß werden. Anstatt zu erkennen, die Kinder kommen ja nicht jungfräulich auf die Welt, sondern es gibt die sogenannten Erbgifte. Übrigens alles uralte Konzepte, die seit Hippokrates eigentlich hat das schon als erster vor 2500 Jahren gesagt. Das heißt, die kommen nicht als unbeschriebene Blätter, sondern die müssen sich entgiften und das kann man nicht über einen Vielfrontenkrieg, sondern da muss man die Nahrungszufuhr einschränken. Dann kann sich der Körper ganz mit der Reinigung der Bindegewebe, der Organstrukturen befassen und das dauert dann meistens einen Tag oder zwei Tage, dann ist dieses Knatschige wieder vorbei. Und da kann man eigentlich schon den ersten Appell auch an die Mütter, vor allem die ja die Kindererziehung gerade im Kindesalter, Kleinkindesalter haben, dass man einfach viel mehr auf die Befindlichkeit des Betreffenden antworten sollte, eingehen sollte und nicht dauernd von Angst gesteuert, eben nicht, die meisten gehen ja dann zum Doktor, der gibt dann irgendein Mittel oder alle anderen Symptome. Bronchitis ist ja auch eine typische Erkrankung, immer wieder gibt es Bronchitiden. Da wird ein Hustenblocker gegeben oder irgendetwas in der Annahme, ach, habe ich einen guten Doktor, der hat jetzt einen guten Hustenblocker meinem Kind verschrieben oder auch mir als Erwachsenen. Und merkt gar nicht, Schleim nämlich, die Schleimbildung, dass man etwas expektoriert, dass man Schleim auswirft, ist die Methode des Organismus, so hat es die Natur halt eingerichtet, dass eben diese Entgiftung, die Reinigung des Körpers über den Schleim erfolgt. Das heißt, wenn ich den Hustenreflex unterdrücke durch einen Hustenblocker, habe ich genau das Gegenteil von dem gemacht. Also mit anderen Worten, um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, das, was wir bisher als Krankheit angeschaut haben, ist streng genommen bereits der Genesungsvorgang des Körpers. Mhm. Der alte böse Spruch, nicht? Gott lässt genesen und der Arzt holt die Spesen. Also die Tatsache, dass ich zum Doktor gegangen bin, habe ich eher noch einen
Minus eingefahren. Also wie gesagt, das war die Frage noch einmal. Nach meiner Auffassung gibt es keine Krankheiten, zumindest nicht in diesem Sinne, die wir allgemein gelehrt bekommen. Oder Fieber zum Beispiel, nicht Fieber. Da gibt es die sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst. Zum Beispiel im Krankenhaus früher wurde bei 39,5 ein Fieberzäpfchen gegeben. Auch das ist schon schlecht. Inzwischen ist das in den meisten Krankenhäusern auf 38,5 gesenkt worden. Dabei wissen wir aus unzähligen wissenschaftlichen Studien, dass jedes Grad Temperatursteigerung eine Verdopplung der Immunkräfte bedeutet. Also das heißt, wenn Sie 38 Grad Fieber haben, dann hat Ihr Immunsystem bereits doppelt so viel Power. Haben Sie 39 Grad Fieber, dann haben Sie 2x2, also 4x so viel Power. Und wenn Sie 40 Grad Fieber haben, dann haben Sie 2x2x2, 8x so viel Power. Da gibt es einen schwedischen Fotografen, der in vivo, in den Geweben, die weißen Blutkörperchen, das sind ja die Polizeibeamten des Körpers, fotografiert. Da gibt es Filmaufnahmen. Bei 40 Grad Fieber, wenn ein Individuum 40 Grad Fieber hat, dann krabbeln da die weißen Blutkörperchen mit bis zu 1 Millimeter pro Sekunde und fressen die ganzen Giftstoffe, die aus welchen Gründen auch immer sich da im Körper eingelagert haben, auf. Also Sie merken schon, Fieber senken, nicht? Paracetamol ist ja heute in aller Munde oder auch jetzt hier auch gerade mit dieser Corona-Geschichte. Auch da, man muss ja eigentlich, man könnte wahnsinnig werden, wenn man da anfängt. Also wie ist das nochmal? Das ist ja allgemein jetzt bekannt, also Corona im Winter ist natürlich Grippe und auch Corona mehr und dann wird es warm und wenn es wärmer wird, dann werden die Erkrankungen zurückgehen und das sieht man ja jetzt auch. Ja. So, aber ganz seltsam, wenn der menschliche Körper jetzt sozusagen das Mikroklima ändert, indem er Fieber macht, da muss man dann gleich fiebersenkend eingreifen. Wenn Sie das, die Protokolle in der Notfallmedizin sind halt so. Nein, der hat jetzt schon irgendeine Erkrankung und jetzt müssen wir dem, wenn wir dem das Fieber nicht wegmachen, dann wird das ganz böse enden. Also genau kontraproduktiv. Neulich war ein wunderschöner kleiner Film im Internet von einem Notarzt, ich glaube aus Frankfurt oder Hamburg, wo der her war. Und der hat das aus der Praxis erzählt. Also es hat mir unheimlich gefallen. Dem Arzt, also da ist ein kleiner großer Unterschied zwischen Arzt und Mediziner, das war wirklich ein Arzt, dem ist aufgefallen und er hat das öffentlich gemacht. Komisch, die Leute, denen wir dann das Fieber wegmachen, die sterben. Mhm. Und dann kommen alte Leute mit 80, 85 ins Krankenhaus und sagen, Herr Doktor, ich will nicht. Ich will nicht beatmet werden, ich will auch keine Fiebersenkung haben. Lassen Sie mich so, wenn ich sterbe, sterbe ich und wenn ich gesund werde, werde ich gesund. Und gerade diese Leute, wo nichts gemacht worden ist, keine Beatmung, keine Fiebersenkung, die sind gesund geworden. Nach einer Woche spazieren die munter und fidel aus dem Krankenhaus. Ich finde das einfach super. Schön. Gerade bei den Kindern, um den Müttern auch mal so ein bisschen vielleicht ein kleines Werkzeug zu geben. Ich kenne das ja selber, habe ja selber zwei mittlerweile große Kinder, aber man war doch sehr verunsichert immer, wenn die Kinder, gerade beim ersten Kind, da weiß man nicht, oh Gott, das geht ja gleich kaputt, so nach dem Motto, ja, kriegt man ja gleich Angst. Ja. Und wenn man dann, wie komme ich denn jetzt in diese, was haben Sie aus Ihrer Erfahrung gesammelt? Wie weit kann das Fieber gehen? Wo kann ich als Mutter sagen, da kann ich noch beruhigt sein, da arbeitet der Körper, da gebe ich dem Kind die Möglichkeit, Selbstheilungskräfte freizusetzen. Vielleicht auch so ein kleines Regelwerk. Ja, auch da wieder, beobachten wir doch einfach, jeder von uns hat schon gehört, die sogenannte Hyperthermie. Was ist das? Da werden die Patienten, also bei Krebs natürlich nicht, Krebspatienten sind ja wirklich gefährlich erkrankt, also die werden auf eine Liege gelegt, dann wird ein Zelt drumherum gemacht und dann werden die angeheizt, so wie hier die Lampen uns auch schön anheizen. Ja, wir haben das heute auch hier. So ist es. Also, jetzt werden die angeheizt. Das Problem ist, ab 42 Grad, da degeneriert die Haut. Und zwar irreversibel. Also mehr als 42 Grad kann ich den nicht anheizen. Und das Schlimmste an der Hyperthermie ist, der Körper ist ein sehr guter Isolator. Das heißt, ich kann ihn von außen auf 42 Grad anheizen. Mhm. Da ist es dann plötzlich nicht mehr schädlich. Wie gesagt, das Problem, der limitierende Faktor ist dann, dass die Haut dann eben geschädigt wird. Also ab 42 geht nicht mehr. Aber das Problem, wie gesagt, der Körper ist ein sehr guter Isolator. Das heißt, die Körperkerntemperatur, also im Inneren, wo ja eigentlich die Musik spielt, die kann dann vielleicht maximal auf 39, nicht mal 40 Grad erhöht werden. Das heißt, und früher, das ist auch hochspannend. Also ich habe ja jetzt seit über 40 Jahren, habe ich ja diese alternative Methode, dass ich eben Krankheit, dass ich Fieber nicht als Krankheit erkenne, sondern als Heilfaktor erkannt habe. Da ist einfach früher, bis vor wenigen Jahren, gab es Medikamente, Präparate. Wenn man die dem Patienten spritzt, dann erzeugt er von sich, von innen heraus Fieber. Mhm. Und Jahr um Jahr werden immer mehr diese ganzen wunderbaren Medikamente vom Markt genommen,
Man kann heute eigentlich, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, eigentlich jeden Patienten kann man empfehlen, kaufen Sie sich eine Sauna, gehen Sie jeden Tag mindestens eine Stunde in die Sauna. Habe ich in meinen Büchern auch genauestens beschrieben, auch anhand von vielen Abbildungen. Da gibt es eine ganz strenge Korrelation, je öfter die Menschen in die Sauna gehen, je länger sie jedes Mal in der Sauna bleiben, also am besten täglich und am besten mindestens eine Stunde, also 5 mal 12 Minuten oder irgend sowas, umso geringere Sterblichkeit, umso geringere Krankheitshäufigkeit. Das ist also hochdramatisch. Und wie gesagt, jetzt nochmal konkret, welche Empfehlung kann man geben? Die beste Empfehlung ist die, dass wir aufhören, Angst zu haben, dass wir aufhören, der Natur zu misstrauen, sondern dass wir erkennen, alles, was geschieht, geschieht zu meinem Besten. Und wenn die Natur entscheidet, ich muss jetzt Fieber haben, Halleluja, dann ist es gut, Fieber zu haben. Ich hatte selber vor einiger Zeit auch mal ein Problem, da hatte ich hochfieberhaft, ich weiß nicht, was ich hatte, aber ich hatte Fieber. So. Das habe ich gemacht. Ich habe die Sauna angemacht, habe mich da reingesetzt und nach der Sauna hatte ich 41,8 Fieber und bin ins Bett gegangen, habe geschlafen. Am nächsten Morgen war alles weggepustet. Warum? Ich glaube, wenn Sie es mal ausrechnen, 2 mal 2 mal 2 mal 2, dann hat der Körper 16 mal so viel Power und innerhalb von Stunden ist der Spuk vorbei. Mhm. Ja. Keine Angst. Das wäre so meine Empfehlung. Keine Angst. Gut, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Anleitung. Gerade auch beim Thema Durchfall, wenn wir gerade auch bei Krankheiten sind. Genau, Erbrechen, Durchfall, Selbstreinigung, Selbstreinigung. Alles, das ist total hirnrissig. Der Körper möchte was loswerden. Ja. Verstopfungsmittel und gegen Übelkeit-Tabletten. Ja, genau, das Loperamid, das lähmt den Darm. Ach, habe ich einen guten Doktor, jetzt habe ich keinen Durchfall mehr, aber der ist halt drin. Also bedeutet das, wenn ich jetzt richtig Ihnen zugehört habe, wenn ich jetzt Durchfall habe, sollte ich am besten noch was nehmen, was noch mehr Durchfall verursacht. Trinken Sie 2 Liter Natron Wasser. Das kann der Körper nicht resorbieren, das schlägt durch. Und dann kommen übrigens meine Patienten, wenn die kommen, ich mache ja nur Entgiftung im Wesentlichen. Und viele berichten mir das dann. Die haben die ersten 1-2 Wochen, kommen die kaum von der Toilette runter. Halleluja, raus mit dem Dreck. Mhm. Das ist genau der Witz. Was machen jetzt Ihre Patienten, um diesen Ausscheidungsprozess zu unterstützen? Was könnte man dazu führen, um das ein bisschen zu beschleunigen? Also das Erste, das ist auch ein ganz fundamental wichtiger Punkt. Also der Reflex, worauf wir als Ärzte trainiert sind, ist ja dauernd, dass wir irgendwas zuführen müssen. Gerade neulich hat mir eine Patientin erzählt von ihrer Mutter, die da mit 80 ins Krankenhaus kam, notfallmäßig. Und die Ärzte, die waren also total geschockt. Die alte Dame, die hatte noch keine Medikamente. Die wurde, das glaubt man kaum, die wurde dann psychiatrisiert, weil die ist ja schwer krank, weil die ja keine Medikamente hat. Also Sie merken, eine Umkehrung aller Werte, um es mal mit Nietzsche zu formulieren. Und genau diesen Teufelskreis möchte ich fast sagen, dass wir dauernd meinen, durch Zuführen von irgendwelchen Mitteln würden wir gesund. Der muss durchbrochen werden, sondern wenn man davon ausgeht, ich habe das mit vielen Bildern auch in meinen Büchern, nicht ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, dargestellt. Wir sind nichts anderes als so eine Art bessere Klärgrube, die mehr und mehr vollläuft und irgendwann läuft sie über und das Überlaufen der Klärgrube, Mensch, das ist Krankheit. Das heißt also nicht das Zuführen von einem Zaubermittel XY, sondern das konsequente Weglassen, das wäre die Lösung. Übrigens haben die in den alten Pyramiden, 2600 vor Christus, in den Pyramiden stand das, 2 Ratschläge. Ratschläge für Kranke, Nummer 1, von das meiste, was die Menschen essen, ist überflüssig. Von 1/4 leben die Ärzte, erleben die Patienten und von den übrigen 3/4 leben die Ärzte, die behandelnden Ärzte. Und der 2. Ratschlag, überlegen Sie mal, fast vor 5000 Jahren in den Pyramiden dargelegt. Was ist das einzige Heilmittel für Kranke? Fasten, Fasten. Einfach den Laden dicht machen. Ja, deswegen haben die Kinder da noch keinen Appetit. Deswegen haben die keinen Appetit und die törichte Mutter sollte das nicht irgendwie überfahren, den ganzen Prozess. Ja, leider. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ein Mensch überläuft wie eine Kloake, dann hat er natürlich sehr viele Diagnosepotenzial. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, die Patienten laufen rum und lassen sich von jedem Arzt einen Katalog an Untersuchungen ausdrucken, von Blutwerten über Stuhlanalysen. Und dann am Ende merken sie wahrscheinlich, das hat irgendwie alles nicht wirklich zu einer Lösung geführt und kommen dann wahrscheinlich mit so einem riesen Katalog zu Ihnen. Ja? Ja. Können Sie mit diesem Ganzen überhaupt was anfangen? Ja, nein, also es ist, haben Sie sehr schön gesagt, also es ist tatsächlich so und die Patientenkarriere entwickelt sich im Allgemeinen wie folgt. Also gerade meistens sind es ja die Frauen, die sind ja bewusster als wir Männer, muss man ja sagen.
Und die gehen dann natürlich, weil sie eine Befindlichkeitsstörung haben, gehen sie zum Doktor, werden durchuntersucht, man findet nichts. Und dann bekommen die Frauen den Jagdschein, nicht? Also wir hatten einen leichten Klaps weg. Also damals, als ich noch meine Klinik hatte, habe ich im Wesentlichen von solchen Leuten gelebt, also von Krebspatienten, die aus der ganzen Welt kamen, weil meine Methode eben auch Krebs heilen kann. Man muss sagen, Krebs ist eine ganz andere Geschichte, als was uns weiß gemacht wird, aber das können wir jetzt nicht vertiefen. Also auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, auch schwerkranke Leute zu heilen. Und die andere große Patientengruppe, das waren die bewussten Frauen, die halt eine Störung haben, aber natürlich sich auch mit essbarem Müll ernähren. Die können sie durchuntersuchen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Natürlich, da ist die Leber ein bisschen kaputt und da, aber eigentlich nichts, was das alles erklären könnte. Die müsste einfach mal eine radikale Reinigung machen, zum Beispiel, was die Kinder uns hervormachen. Das Problem ist, der Körper hat ein Gedächtnis. Das heißt, wenn sie kaum, dass der Körper jetzt ein Heilfasten selber machen möchte, ein paar Tage, drei, vier, ein, zwei Tage vielleicht nur, möchte er nichts essen. Wenn sie das dann überfahren und sagen, nein, du musst aber essen, du musst doch wachsen, dann verlernt der Körper im Laufe ganz kurzer Zeit und sagt, ja, ich muss sowieso essen, also dann esse ich gleich weiter. Und die meisten Erwachsenen, wir sind alle überfressen, schauen Sie mal, fast die Hälfte der Bevölkerung hat Übergewicht. In Amerika noch mehr, in Bolivien grauenhaft, eines der ärmsten Länder der Erde. Und fast alle sind genauso fett und ferkelig wie die Amerikaner. Schade. Ja, das liegt ja auch sicherlich daran, dass man eben Produkte konzipiert, die, ich sage jetzt mal provokativ, auch sicherlich dazu da sind, um uns aktiv krank zu machen. Ja, weil viele Zusatzstoffe leuchten einem ja auch gar nicht ein, was die überhaupt in Kinderprodukten zu suchen haben. Und dann haben wir natürlich dementsprechend das Problem, dass die Kinder heute schon in Deutschland eine Fettleber aufweisen. Ja, durch den High-Fructose-Sirup und die ganzen Invertzucker-Geschichten. Das sind ja alles Dinge, die unseren Körper belasten. Ich habe aus meiner Erfahrung immer gesehen, dass die Kinder eigentlich eine kulinarische Körperintelligenz haben. Die sagen nämlich, wenn sie Lust haben auf Eier, dann wollen sie nur Eier essen. Und wir intervenieren dann und sagen, nee, ess nur eins, ess lieber noch ein Brot dazu und mach noch das und sell. Und dann nehme ich den Kindern die Möglichkeit, überhaupt das Gefühl dafür zu entwickeln, was brauche ich denn eigentlich? Also vielleicht von Ihnen als Facharzt nochmal, dass wir auch den Eltern mal sagen, dass die Kinder wieder ihren eigenen Geist einsetzen dürfen. Und wenn sie sagen, sie wollen mal nur Brokkoli essen, was ja auch mal vorkommen kann, dann sollten wir das, glaube ich, auch lassen. Ja, dass sie auch wirklich mal spüren, was ist da drin. Dann essen die eine Woche lang das nicht mehr, aber kommen dann auf einmal wieder und sagen, ach, und dann fehlt denen vielleicht wirklich der Wirkstoff. Also wir haben das ja alles, dieses tiefe Wissen, und wahrscheinlich wird es durch die ganze Chemie dann eben so dicht gemacht. Dann kommen noch Medikamente dann hinzu. Die haben ja dann wahrscheinlich auch Einfluss auf die Psyche, könnte ich mir vorstellen. Ja, so ist es. Ne? Und dann noch Nährstoffräuber, das Medikament kommt ja auch noch mit ins Boot. Also von daher macht es für mich schon auch Sinn mit dem Fasten. Ja? Wie würden Sie das Fasten jetzt beginnen? Mit gerade bei Erwachsenen halt, bei Kindern eher nicht, oder? Bei Kindern machen wir es nur dann, wenn sie wirklich sagen, sie haben keinen Hunger. Ja, die Kinder machen es ja ganz von selber. Die kommen doch, also viele Mütter kommen ja und sagen mir das, dass das Kind alle einmal in der Woche oder sogar zweimal in der Woche möchten die nichts. Halleluja, möchten. Aber auch wir Erwachsenen eigentlich, gell? Es ist 12 Uhr Mittag, da müssen wir ja essen, aber eigentlich habe ich gar keinen Appetit. Dann esse ich halt nicht. Natürlich, das ist dann sozial etwas verpönt, aber da muss man dann irgendwann mal wirklich ganz klar erkennen, will ich gesund sein oder will ich Liebkind sein? Und das ist eben wirklich eine echte, gerade bei Kindern kann man das wunderbar unverfälscht beobachten. Und die schlechte Nachricht, das können die Kinder verlieren, die gute Nachricht, auch wir als Erwachsene, selbst wenn wir fast alles kaputt gemacht haben, wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, automatisch geht alles wieder besser. Und die ganzen Sünden, Ernährungsfehler der Vergangenheit, die werden uns ganz rasch vergeben. Es gibt sogar Studien, in meinen Seminaren weise ich darauf immer hin, und zwar anhand der wissenschaftlichen Primärliteratur, dass innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel unsere Darmflora sich ändern kann. Das ist also hochspannend zu beobachten. Man kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich da 70 Jahre wie ein Ferkel gelebt, naja, dumm gelaufen, im nächsten Leben mache ich es anders. Sondern nein. Geh hin und sündige nicht mehr, fang ab heute an, gesund zu leben. Ein Leitgedanke wären vielleicht die siebente Tages-Adventisten, die ja sehr auf Ernährung achten, mit ihrer Prophetin Ellen G. White, und die eine wesentlich bessere Lebenserwartung haben. Die haben 13 Jahre
längere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung, nur alleine, wenn sie auf zum Beispiel tierische Produkte verzichten. Das ist alles sehr verpönt, aber das sind halt eben sehr stark interessengesteuerte Dinge, die da passieren. Und ich kann jedem nur empfehlen, lesen Sie einfach meine Bücher, nicht weil sie von mir sind, sondern weil ich da anhand der wissenschaftlichen Primärliteratur sehr, sehr vieles Datenmaterial zusammengetragen habe. Denn diese Studien, die werden zwar veröffentlicht, werden dann aber nicht thematisiert in der Laienpresse. Und dementsprechend sind wir dort, wo wir jetzt leider sind. In Amerika ist erstmals seit 100 Jahren ein Rückgang der Lebenserwartung zu verzeichnen. Warum? Weil man gar nicht genügend medizinisch gegenregulieren kann gegen diese Umweltbelastungen und alle möglichen Dinge. Vielleicht an die Zuschauer noch so ein kleiner Geheimtipp von Ihnen, wenn ich Sie jetzt schon persönlich hier habe. Können Sie uns einen Einblick geben, wie Sie so Ihren Alltag gestalten, wann Sie essen, dass wir einfach mal so von den Profis lernen. Ja, das ist ganz spannend. Auch da gibt es ganz fantastische Untersuchungen. Also auch nicht, was macht der Probst, was macht Frau Klein oder irgendwas, sondern also was jetzt wirklich die mächtigste Gesundheitsstrategie zu sein scheint, und das kann jeder von uns sofort ausprobieren, schauen Sie, dass Sie das sogenannte intermittierende Fasten, das wäre eben der Fachausdruck dafür, nachschauen bitte im Internet, dass Sie das intermittierende Fasten machen. Das heißt, von den 24 Stunden des Tages werden maximal vielleicht 6 Stunden für Nahrungsaufnahme verwendet. Also in diesem Zeitintervall von 6 Stunden eben wird gegessen. Und dann die übrigen 18 Stunden werden im Stück, wird nur Wasser, also keine Kalorien zugeführt. Mhm. Allein damit kommt man nämlich von der sogenannten Kohlenhydratverdauung in die Ketose, also in die Fettverdauung. Und allein damit die intellektuelle Leistungsfähigkeit, gerade Alzheimer, Parkinson, Depressivität, alles ist wie weggeblasen. Man kann auch als älterer Mensch, also ich bin jetzt 72 und fühle mich noch immer ganz fit, deswegen kann ich ja Ihnen gegenüber sitzen. Es ist wirklich möglich, alle Sünden der Vergangenheit sind dann wie weggepustet, das eine. Zweiter großer Punkt, würde ich Ihnen sehr empfehlen, auch da gibt es unzählige wissenschaftliche Studien, würde ich jedem Zuschauer dringendst empfehlen, überdenken Sie Ihre Ernährung hinsichtlich Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate, konzentrierte Kohlenhydrate, also Kartoffeln und Reis und Hirse und Brot und Nudeln. Alle die haben einen ganz unguten Effekt. Nämlich, wir müssen ja, die werden ja abgebaut zu Einfachzuckern. Die Einfachzucker, die können aber nicht in die Zelle aufgenommen werden. Es sei denn, dass der Körper über das Insulin die Zelle öffnet, dann kann die Glucose einströmen und kann in Energie verwandelt werden. Die Zelle hat nur ein Interesse, ich brauche Energie. Mhm. So, das kann also nur über Insulin als Zellöffner eben funktionieren. Aber dummerweise, das Insulin hat eine Nebenwirkung, nämlich das aktiviert ein Signalmolekül. Und dieses Signalmolekül, das sogenannte mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, mTOR abgekürzt. Und das hat diese unheilige Nebenwirkung, dass es Entzündungen erzeugt. Also immer wenn wir, jetzt bin ich schon 40, jetzt muss mir alles Mögliche wehtun, dann weiß ich, aha, du hast Entzündung und die Entzündung kommt, weil du zu viele konzentrierte Kohlenhydrate nimmt. Ja. Eine ganz einfache, logische, pathogenetische Kette. Und damit kann man zum Beispiel auch erklären, wie Krebs entsteht, wie Rheuma entsteht. Das ist ganz, ganz einfach. Und wie gesagt, das habe ich sehr detailliert anhand von vielen Abbildungen in meinen Büchern dargestellt. Und es ist eigentlich, das wollte man eigentlich um 8 Uhr in der Tagesschau erklären, anstatt was da so alles passiert. Ja, schön. Ich bedanke mich sehr für dieses spannende Gespräch. Unsere Zeit ist schon rum, aber nur ganz kurz für unsere Zuschauer. Wenn Sie sich jetzt darüber informieren wollen, wo können Sie sich denn informieren? Ja, am besten über die Firma Telomit, T-E-L-O-M-I-T, Telomit GmbH. Schauen Sie einfach unter telomit.com oder über meinen Namen drprobst.com. Da habe ich, glaube ich, auch auf die Homepage von Telomit verwiesen. Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf weitere Interviews mit Ihnen. Und ja, danke, dass Sie da sind. Danke, Frau Klein. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt ein spannender Rundumblick von Dr. Probst zum Thema Gesundheit und Krankheit. Ich fand es unglaublich motivierend, nochmal zu hören aus seinem Mund, wie schnell unser Körper doch in der Lage ist, sich selber wieder zu heilen. Und auch diese Motivation, dass wir auf die Hoffnung haben dürfen, dass wir uns selber heilen können. Und nicht immer dieser Krankheit so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern wirklich in die Heilung vorausschauend blicken können, mehr Vertrauen in uns selbst und in unsere Kinder. Also wunderbar.
Ich hoffe, Sie konnten für sich auch was rausziehen aus dem Interview. Bleiben Sie wachsam, kritisch, probieren Sie alles aus, was Sie anspricht, und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald.